Wunderschönen guten Morgen. Ich mache mich gerade ein bisschen fertig und Spoiler-Alarm. Ihr seht es schon, das hier ist nun fast das fertige neue Studio. Ihr seht es, es hat sich im Vergleich zum letzten Vlog doch noch einiges verändert und ich zeige euch auch in diesem Vlog, was wir hier alles gemacht haben und vor allen Dingen, wie wir hier alles gemacht haben. Aber ich dachte mir, bevor wir einfach so hart in das Video steigen, bin ich einfach nochmal hier. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid und ich hoffe, ihr hattet eine wunderschöne Woche. An dieser Stelle eine kleine Entschuldigung von meiner Stelle oder von meiner Seite aus, dass ich mich so ein bisschen rar gemacht habe die letzten Tage bei Insta. Wollt ihr die ehrliche Antwort oder wollt ihr die Social-Media-Antwort haben? Ich glaube, ihr wollt die ehrliche Antwort haben. Ich habe einfach keine Energie gehabt. Ich habe einfach keine Energie mehr gehabt und ich merke auch, dass ich wirklich jetzt auf meinen letzten, wie heißt das, auf den letzten 10 fahre. Ich bin einfach erschöpft. Ich bin wirklich einfach erschöpft. Ich glaube, man sieht mir das auch an. Ich habe mich auch die letzten Tage nochmal so ein bisschen mit meiner Haut auseinandergesetzt. Die war ja vor, ja, mittlerweile ist es fast 2 Wochen her, ist hier völlig eskaliert und ich habe einfach festgestellt, dass das nicht nur an der Erdnusscreme lag, sondern vor allen Dingen, glaube ich, auch am Stress. Die letzten Wochen waren natürlich durch den Launch besonders anstrengend und sehr, sehr fordernd. Also nicht körperlich anstrengend, weil ich mache ja keine körperlich anstrengende Arbeit, aber es ist doch schon eine psychische Belastung, die man immer so mit sich trägt. Und wenn es dann abfällt, dann muss das Gehirn sich, glaube ich, daran erstmal wieder gewöhnen. Und deswegen habe ich mir die Tage auch ein bisschen Ruhe gegönnt, bevor es die nächste Woche nochmal wirklich anstrengend wird. Und da sind wir auch schon am Punkt. Heute ist Sonntag. Am Dienstag, glaube ich, fliege ich mit meiner Mama ja nach Düsseldorf. Es ist ja immer noch, steht ja immer noch der Bunte Beauty Award aus, wofür wir als Community nominiert wurden. Und ihr könnt abstimmen dafür. Es wäre wirklich, wirklich schön, wenn ihr das macht. Ich setze euch den Link rein. Sollte jetzt auch wieder klappen. Bei manchen klappt es nicht sofort, aber probiert es einfach doch mal aus. Ihr müsst euch nicht anmelden. Ihr müsst wirklich nur auf den Link treten, kurz runter scrollen, Maxim Giacomo anklicken, abschicken, fertig. Und dann könnt ihr das Fenster wieder schließen und das Video hier weiter schauen. Ihr werdet jetzt schon fertig, solange wie ich euch das erklärt habe. Es geht wirklich schnell und vielleicht haben wir, ich weiß nicht, ob wir Chancen haben, aber es wäre schade, wenn wir sie nicht nutzen würden. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ich nehme euch jetzt hier in diesem Vlog einmal mit. Wir machen das Studio fertig. Wir machen hier ganz, ganz viele tolle Sachen. Wir machen eine Kürbissuppe. Kürbisnudeln und ein Kürbis-Focaccia dazu. Also schaut euch das gerne an. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei dem Vlog. Wollte euch was zeigen. Ihr wisst doch, diese Pferdchen, hä? Habe ich ja einige von in verschiedenen Farben. Aber ich habe was so viel Schöneres gefunden. Excuse me? Wie süß sieht dieser Dackel aus? Oh mein Gott. Also, ich habe ja schon wirklich viele süße Dinge gesehen, aber das hier übertrifft natürlich alles. Und wisst ihr, wie teuer der war? 4,99 Euro bei Amazon. Ich habe ihn jetzt auch noch in Pink gesehen, aber ne, der passt halt farblich, passt der irgendwie so gut hier dazu. Er ist auch ein bisschen größer als die Pferdchen. I love it. I love it. Und ich hatte euch neulich was gezeigt und ich habe was gemacht. Soll ich euch das mal zeigen? Und sie sind gekommen. Sie sind einfach gekommen. Ich muss kurz revidieren, es ist natürlich keine Seide, sondern es ist Satin, weil ich einfach Seide nicht in Ordnung finde. Ich habe das so ein bisschen aus Spaß gemacht. Ich habe wirklich viele, zeige ich dir euch jetzt? Das sind ja nur Muster, ne? Ich habe einen Händler gefunden, der die gut produzieren konnte. Und Halleluja, wie schön. Entweder hier als Seidentuch oder volles Ding. Hier an der Tasche oder als Stirnband. Habe ich einfach. Ich muss dazu sagen, ich hab einfach mal probiert. Das hat mich nichts gekostet. Also hat mich was gekostet, aber es war nicht teuer. Schau dich bitte diese Farbe an. Also es ist dasselbe Design, nur in einer anderen Farbe. In Pink. Hier, das habe ich ausgepackt. Das bringe ich meiner Mama mit. Wie süß. Und da, mit dem bin ich eigentlich ganz fein. Ich habe doch, ich sammle ja diese Tücher, ne? Vor allem, wenn die Vintage sind. Aber mir sind die zu teuer. Und dann dachte ich mir, mach sie doch einfach selber.
Als Schal im Winter. Als so ein bisschen hier rüber. Jetzt nicht bei mir vielleicht, aber bei meiner Mutter könnte ich mir das zum Beispiel gut vorstellen. Wenn es so ein bisschen frisch ist. Sieht aus wie Superman. Ganz, ganz toll. Und das ist halt keine Seide, ne? Also es ist keine arme Raupe dafür gebraucht worden. Ich habe mich richtig gefreut. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, weil ich das... Ich habe mich ja wirklich bestimmt eine Woche lang jeden Abend hingesetzt und diese Designs gemacht, weil das hat mir so viel Spaß gemacht. Es war so, so stelle ich mir vor, dass jemand so viel Freude an Diamond Painting hat. Waschmaschine ist fertig. Das hat mir einfach so viel Spaß gemacht. Und das ist ja auch einfach extrem gut geworden. Nun gut, das wollte ich euch nochmal schnell zeigen. Ich muss jetzt los, ich muss jetzt zu meiner Mama. Lasst uns die Reise beginnen. Für mich geht's jetzt zu meiner Mama. Wir wohnen ja mittlerweile ein Stückchen weiter weg. Pakete habe ich dabei, die wollte ich noch schnell wegbringen. Und eigentlich wollte ich noch in den Baumarkt, aber ich mache das heute nicht. Ich glaube, ich mache das morgen. Ich habe mich nämlich doch entschieden, dass wir die Wand streichen. Ich habe mich in diese Farbe verliebt und ich habe eine Ästhetik in meinem Kopf, die ich dann gerne hätte, die sehr austauschbar ist und nicht zu besonders ist. Die meisten Firmen wollen, und das steht in vielen Briefings drin, bei Kooperationen, die wollen, dass der Hintergrund ästhetisch und clean ist. Und ich kann da nicht Bilder hinhängen. Oder alleine bei Bildern ist schon das Problem, dass auf einige Bilder Copyright sind und dann kann man das nicht teilen. Und gerade bei Werbeanzeigen funktioniert das nicht. Deswegen muss ich das ein bisschen anders machen. Ich habe auch schon eine Idee. Ich muss da das Holz noch bearbeiten. Aber vielleicht packen wir das hier noch in den Vlog. Ich höre noch schnell einen Bonbon. Oh mein Gott, das war so eine typische Maxim-Aktion, ne? Ich bin ja gerade so ein bisschen auf der Reise, um einfach in den Alltag so ein bisschen mehr Eleganz zu bringen. Einfach so ein bisschen mehr klassische Eleganz, die nicht so aufdringlich ist und diese kleinen Dinge, die mir Freude machen. Und ich habe neulich ein Video gesehen von Lydia und sie hat diese Dose hier gehabt. Barclays Tasteful Intense Mints. Also das sind Minzbonbons. Und ich habe gedacht, wow, es ist sowas Schönes und es hat so ein bisschen mehr Klasse, wenn dich jemand nach einem, hast du ein Kaugummi oder hast du ein Bonbon, du nicht so eine abgefranste Airways-Packung oder hier so eine abgefranste Fisherman's-Bonbon-Packung gibst, sondern so eine Zinndose. So eine Aluminium, oder Aluminium ist das ja, Aluminium, du sagst, hier ist ein Bonbon, hier, nimm mir eins raus. Hat einen ganz anderen Stil. Sehr stilvoll. Ich bin gerade so ein bisschen auf meinem... Wir probieren das Ganze jetzt ein bisschen. Ich möchte jetzt einfach nur noch Dinge machen oder nur noch Dinge für mich haben, die mir Freude bereiten und die mir ein gutes Gefühl geben und die mich nicht mehr so überlasten. Deswegen habe ich auch dieses Mal probiert. Ich bin ja sonst, habe ich früher nie verstanden, mein Stiefpapa hat immer im Auto Inforadio gehört. Und ich habe es als Kind, als Jugendlicher gehasst. Und so die letzten 5 Jahre höre ich eigentlich nur Inforadio. Ich möchte das aber nicht mehr. Ich möchte nicht die ganze Zeit Nachrichten hören und alle 20 Minuten dieselbe Wiederholung. Deswegen habe ich mir eine Playlist rausgesucht. Es ist zwar schon September, wir haben heute 33 Grad, aber ich höre mir eine Herbst-Playlist an. Die mache ich jetzt an, bringe die Pakete weg, fahre zu meiner Mama und dann geht es los. Für euch hat sich, glaube ich, nicht so viel verändert jetzt. Ich sitze schon wieder im Auto, beziehungsweise für euch immer noch. Es war wirklich wunderschön bei Mama. Ich habe mir die Haare gemacht, ich habe mich mit Oma getroffen, wir waren was essen. Ich war mit Mama noch bei Butterlinda, ich habe so tolles Brot geholt, so Dinge, die ich halt nicht jeden Tag mache. So ein richtig schöner Gönnungstag. Und ich habe die Schnäppchen meines Lebens gemacht, zeige ich euch später. Ich muss mich nämlich jetzt beeilen. Es sind 34 Grad draußen und hier drin werden es gerade 40. Ich bin im Baumarkt. Wir gehen jetzt auch in den Baumarkt rein. Ich möchte mir mal ein paar Farbmuster anschauen. Handy habe ich, Portemonnaie habe ich, Kamera nehme ich mit, vielleicht kann ich gleich ein bisschen filmen. Ich will auf jeden Fall ein Farbmuster haben und vor allen Dingen möchte ich mir mal diese Holzleisten anschauen. Ich habe Hoffnung, dass es hier reinpasst. 2 Meter könnte knapp werden. Das überlege ich mir dann, wenn ich kaufe ich noch eine Säge oder so. Los geht's. Ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt. Erhabenes Agavengrün ist schön, aber es ist, glaube ich, schon zu dunkel. Jadegrün ist auch schön. Oder das ausgeglichene Piniengrün, aber ich glaube, das ist zu dunkel.
Ich glaube, ich muss es mitnehmen. Also dieses Tesla. Ich finde das am schönsten. Ich habe die Angst, dass es ein bisschen zu dunkel ist vielleicht. Ich nehme die einfach mal mit. Ein paar habe ich jetzt mitgenommen. Ich muss das sehen, wie es im Studio aussieht. Hier suche ich ein Holzbrett. Unerträglich hier drin im Auto. Aber ich war mehr oder weniger erfolgreich. Ich konnte da jetzt natürlich nicht so viel filmen. Es tut mir leid mit der Tür, ne? Aber ich schaff's nicht. Ich habe ein paar Samples mitgenommen. Das eine Sache fand ich echt frech. Es gab Samples, da hätte man, die hätte man bezahlen müssen. Ich glaube, da hat ein so ein Ding 3 € gekostet. Ich verstehe, dass man da nicht mit 20 Stück zum Basteln rausgeht, aber 3 € fand ich schon ein bisschen viel. Ich habe jetzt wirklich einige mitgenommen. Ich gucke mal, dass ich sie euch hier ans Weiße halte. Harmonisches Jadegrün. Erhabenes Agavengrün. Wir haben Spa. Wir haben hier Simplicol. Da fand ich die 23 eigentlich nur schön. Ich zeige euch das gleich drin nochmal. Und dann ausgeglichenes Piniengrün oder Olive. Sind sich sehr ähnlich, aber doch anders. Und ich mache einen Fehler nicht mehr, und zwar Blindfarben kaufen, ohne zu wissen, wie es in dem Licht in dem Raum aussieht. Ich habe da kein richtiges Fenster, da kommt kein Tageslicht rein. Ich brauche da wirklich einfach die Kamera und muss gucken, wie sieht das im Hintergrund aus. Und ich habe mir ein Stück Holz geholt. Nicht nur das, sondern das liegt hier noch. Douglasie. Ich hatte erst was anderes. Das sah aber nicht schön aus, wenn man gesehen hat, dass es zusammengesteckt wurde. Und ich wollte ein ganzes Holzbrett mit Maserung haben, denn ich will das beizen. Ich habe hier Beize mitgenommen, Eiche Mittel. Ich will das so ein bisschen bearbeiten. Ich will, dass es aussieht, als wäre das Stück Holz schon 150 Jahre alt. Passend zu diesem Grün. Mache ich aber zu Hause. Jetzt fahre ich nochmal schnell kurz einkaufen. Ich brauche dringend. Ja. Oh, ich habe Wachs an der Hand. Nee, Harz, nicht Wachs. Jetzt fahre ich dringend nochmal schnell Milch holen. Oh, da freue ich mich auf die Dusche. Also, ich bin ja wirklich keine Meckermaus, ne? Doch, eigentlich schon. Aber ich freue mich jetzt wirklich, wenn es langsam Herbst wird. Morgen und übermorgen noch 34 Grad. Ah, dann haben wir es geschafft und wir können den Pumpkin Spice Latte rausholen. Guten Morgen. Ah, oh, ich war gestern so erschöpft. Es war irgendwie dann doch ganz schön anstrengend. Die Hitze, das lange Autofahren, aber das ist schafft. Das ist ein Poloshirt, was ich gekauft habe. Ich zeige euch nachher wirklich mal die Sachen. Ich habe gestern nochmal auf den Bon geschaut und also es gab so eine Aktion, 50% auf alle bereits reduzierten Produkte und die Dinge waren ja schon teilweise so krass reduziert. Wenn ich alles hätte neu gekauft, hätte ich 760 Euro ausgegeben. Never ever ever. Hätte ich 760 € für ein paar Klamotten ausgegeben. Am Ende des Tages habe ich für, ich glaube, 9 Teile 200 bezahlt. Das ist richtig gut. Und wirklich gute Sachen. Das ist gut. Das ist jetzt Marco Polo, aber wir haben Merz, wir haben Ralph Lauren und so. Also wirklich, wirklich gute Sachen für wenig Geld. Und das finde ich gut. Ich wollte mit euch noch einmal ganz kurz hierüber sprechen, denn ich habe bereits gestern diese Farbmuster da mal an die Wand gemacht. Und ich finde, das sieht ziemlich gut aus. Wichtig ist natürlich bei mir hier, dass das in der Kamera gut aussieht, ne? Also es ist mir persönlich gar nicht so wichtig, wie es hier aussieht, weil ich werde ja zum Beispiel auch diese Wand, also das ist ja eine andere Wand, werde ich mindestens bis hier streichen müssen, damit ich die Kamera weit rauszoomen kann, damit es nicht so komisch aussieht. Oder wahrscheinlich sogar bis hier. Und das sind die Farben, die ich mir ausgesucht habe. Optisch fand ich persönlich die Olive Tatsache am besten. Die sieht auch recht dunkel aus, aber in der Kamera war es ganz schön. Ich finde das harmonische Jadegrün aber auch schön. Ich habe überlegt, aber da weiß ich nicht, ob man das machen kann, ob man das einfach mischt. Dann hat man ein bisschen dunkel, aber mir gefallen die vom Unterton halt so sehr. Schaut mal, wenn man die hier nebeneinander hält, dann sieht man, dass der hier viel, viel blauer ist und der ist zu dunkel. Oder ich mische die beiden und mattiere das so ein bisschen ab. Das ist mir auch schon wieder zu grün. Das hier auch. Und das ist mir auch schon wieder zu blau. Also das würde ich schon fast einmal hier hin machen. Ich glaube, da sieht man ziemlich ganz gut. Und dann sieht es ja auch noch mal ein bisschen anders aus. Also ich persönlich tendiere wirklich zum harmonischen Jadegrün. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn es nicht zu dunkel ist, oder? Ich denke sogar fast ja. So, und dann habe ich ja hier dieses Holzbrett. Das ist Douglasie, ein wirklich gutes, gutes Holz. Es riecht auch ganz, ganz toll. Und das soll hier hinkommen. Ein bisschen rustikaler aussieht. Und ich habe mir überlegt, ob ich das hier so ein bisschen bearbeite. Deswegen habe ich dieses Abschnittstück, also ich habe es ja zuschneiden lassen auf die Breite hier von dem Raum, ob ich das
einmal so ein bisschen bearbeite, mit dem Hammer ein bisschen drauf, ein paar Kratzer, ein paar Dellen reinmache, dass es einfach ein bisschen used aussieht. Ich finde diese Holzmaserung einfach wunderschön. Ich glaube, da merkt man, dass ich ein kleiner Försterjunge bin. Mein Opa war Förster und eigentlich alle in meiner Familie vor ihm, außer ich. Ich mache Beauty-Videos. Weiß ich nicht, irgendwie ist das eine Ästhetik, die mir ganz gut gefällt und dann kann man da auch mal was abstellen. So, und jetzt stellt euch das mal hier so vor, das ist ein bisschen dunkler. Ja, sieht schon nice aus. Ich glaube, das macht den Raum einfach ein bisschen besonderer. Ich habe früher immer gedacht, dass weiße Räume immer am schönsten ist. Und ich gebe dem auch teilweise recht, dass es einfach, man kann dann viel mit Deko-Objekten arbeiten. Ich habe aber keine Deko-Objekte, die ich hier dafür benutzen möchte. Und deswegen werde ich das hier streichen. Eine Sache hat mir ganz viele geschrieben, ich soll unbedingt die Decke streichen, die drückt so, gebe ich euch auch recht, aber das ist so eine mistige Arbeit. Ich habe das ja in meinem Büro und im Bad gemacht, dass ich das nicht machen werde. Erstmal, ich finde das hier sogar gar nicht so schlecht, und gerade wenn ich das Holz wieder hier unten mit reinbringe, und das sieht man ja selten hier, ne? Also in der Kamera zumindest nicht. Ich finde, es macht das Ganze hier so ein bisschen gemütlicher. Es ist eine mistige Arbeit und planmäßig werden ja die Wände und die Decke eh rausgerissen in den nächsten 2 Jahren. Und die Arbeit spare ich mir. Das hat mir auch wirklich nicht gefallen. Hier stört es mich komischerweise gar nicht so. Ich meine, das geht ja im ganzen Keller so weiter. Na, es ist ja nicht nur hier, sondern es ist ja im ganzen unteren Geschoss so. Ich sage immer Keller, es ist ja kein Keller. Im unteren Geschoss so. Deswegen glaube ich, werde ich das hier erstmal lassen. Weil wenn ich hier anfange, wo höre ich denn da auf? Und dann muss ich da weitergehen. Und da geht es direkt durchgehend in den Flur und das Treppenhaus hoch. Nee, deswegen lasse ich das erstmal so. Ich werde mich jetzt einmal fertig machen. Ich will noch 3 Adventskalender abdrehen heute. Und dann fahre ich wieder in den Baumarkt. Vorher will ich das mit dem Holz mal probieren. Ich habe die Beize, habe ich ja schon geholt. Dann nehme ich euch mit. Weil also wir machen ja diese handwerklichen Dinge Spaß. Und ein Holz einfärben, das kriege ich, glaube ich, noch hin. Und dann eventuell streichen wir sogar schon heute. Ja, ich glaube heute nicht, vielleicht morgen eher. Muss ich mal gucken, wie ich das am besten mache. Mal einen kurzen Testdurchlauf. Ich wollte jetzt unbedingt mal schauen, wie das aussieht mit dieser Beize. Mehr Informationen. Achtung, kann allergisch sein. Aber wie trägt man das denn auf? Profi, wie ich bin, habe ich natürlich nur diesen Pinsel. Das wird jetzt erstmal ein Test. Dafür haben wir ja dieses Stückchen hier. Ist wahrscheinlich nicht die beste Idee. War wirklich dumm. Ja, wir geben das mal rauf. Ich will ja wirklich, dass es so dunkel wie möglich wird und die Struktur so ein bisschen betont wird. Wahrscheinlich muss man da mehrere Schichten drauf machen und dann auch an ein paar Stellen mehr, ein paar Stellen weniger. Ich glaube, das wird jetzt erstmal so ein Try-and-Error-Produkt hier. Es riecht aber auch nicht unangenehm. So, das Ganze ist wirklich schön runtergetrocknet. Im Vergleich ist es schon echt gut geworden. Hätte ich tatsächlich gar nicht gedacht. Ich habe jetzt aber doch nochmal die Nussbaum-Version mitgenommen, um damit noch ein paar Highlights zu setzen. Wir probieren das mal aus. Ich glaube, so gefällt mir das nämlich deutlich besser, wenn das so ein bisschen, ja, schaut mal, das wird viel rustikaler. Das muss natürlich noch eintrocknen und das soll ja auch gar nicht so intensiv sein. Sondern nur die Maserung soll ja ein bisschen dunkler werden. Hier an den, da wo das Harz ist, da wird es natürlich nichts. Aber ich glaube, ja, so gefällt mir das besser. Wir lassen das Ganze jetzt mal ein bisschen antrocknen. Und ich habe auch schon einen Hammer geholt, um damit so ein paar kleine Risse reinzumachen, um noch mehr Struktur drin zu haben. Aber das testen wir. Wir lassen das mal antrocknen und ich zeige euch mal die Farben. Ich habe mich jetzt auch hier wirklich für das harmonische Jadegrün entschieden. Ich kann mir vorstellen, dass das hier gut aussieht. Ich habe euch auch bei Instagram gefragt. Ich räume das jetzt hier mal alles weg und dann wird abgeklebt. Ich habe so ein kleines Problem. Und zwar diese Kante. Ich filme ja manchmal so ein bisschen schräg. Das heißt, ich muss mindestens bis hier auch noch so einen Grünstreifen machen. Wahrscheinlich mache ich das dann sogar bündig hier mit dem Tisch und hier auch, wenn ich die Kamera ein bisschen weiter rauszoome. Es wird dann optisch nicht so cool sein, leider, aber zumindest visuell wirkt das Ganze dann. Ich bin bereit. Ich habe mein T-Shirt so gammelig, also ich habe das gammeligste Streichshirt angezogen und Pro-Tipp. Hosen falsch rum anziehen, wenn Farbe raufkommt und sie nicht mehr rausgeht, ist sie drin und nicht draußen. Lernen und staunen.
Mit Maxim. Ich habe mich jetzt noch nicht entschieden, ob ich wirklich auch die Seiten mitmachen möchte. Deswegen probiere ich erstmal hier so ein bisschen, schaue, wie die Farbe deckt, schaue, wie die Farbe vor allem hier auf diesen Kunststoffdingern hält. Da habe ich nämlich ein bisschen Bedenken dran und das schaue ich mir jetzt einmal an. Ich habe das Vinyl so ein bisschen zur Seite geklappt, habe noch einen kleinen Pinsel geholt. Schraubenzieher, meine Güte. Als Unterlage habe ich hier ein bisschen was vom Adventskalender. Kriegt man denn diese Dosen hier auf? Das ist eine schöne Avon-Farbe. Sind 2,5 Liter, hat 40 Euro gekostet. Eigentlich wollte ich ja diese Farrow & Ball Farbe haben. Aber ihr kennt mich. Ich brauche das immer sofort. So. Okay, krass. Sieht gar nicht so grün aus. Schauen wir mal, wie es angetrocknet aussieht. Ich mache erstmal hier unten. Ich denke, da werde ich ein paar Mal raufgehen müssen. Aber doch, ja, es sieht sehr grün aus. Ich gehe jetzt erstmal hier über diese Leisten rüber, weil ich denke, da werde ich bestimmt 2-3 Mal rüber gehen. Aber es ist eine sehr schöne Farbe. Oh ja, toll, das gefällt mir gut, glaube ich. Wenn es angetrocknet ist. Ich freue mich. Ich liebe ja so spontane Projekte. Ich bin ehrlich mit euch. Ich bin ja manchmal so ein bisschen überschwänglich. Aber ich liebe die Farbe. Die ist nicht zu dunkel, aber die gibt einen Kontrast. Ich mach mal kurz das andere Licht an. Das hier ist ja auch noch. Und dann gibt es dem Raum einfach so ein bisschen mehr. Oh, toll, 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 toll. Ich muss natürlich immer so ein bisschen darauf achten. Ich bin ja immer wirklich sehr überschwänglich, dass ich jetzt mit der Bürste und dann hier, ich mache das jetzt diesmal wirklich eins nach dem anderen. Wisst ihr, was ich meine? Dass man einmal das ordentlich macht, sonst schludere ich immer so ein bisschen. Es ist sehr gräulich, wie ich finde, ne? Aber es ist okay. Kleiner Profi-Trick, habe ich gelernt von unserem Maler, der oben alles gemacht hat. Wenn man so Farbunterschiede hat, also hier sieht man jetzt, hier wird das Grün Kante mit Weiß sein und man das abklebt, läuft die Farbe immer dazwischen, dann hast du so eine unruhige Kante. Deswegen habe ich das Weiß von hier genommen und werde jetzt erstmal die Kontur nachziehen, dass das Weiß dazwischen läuft, zwischen Klebeband und Wand und dann erst, wenn das getrocknet ist, mit dem Grün rüber, so wird die Kante nämlich scharf. Lernen mit Maxim. Aber erzählst bloß niemand. Ich habe keinen Malerpinsel mehr dafür. Ich schätze, es läuft auf dem Foundation Brush. Hinaus.
Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe erst mit der hellen Farbe gearbeitet, habe das antrocknen lassen und habe dann nochmal hier in den Eimer ein bisschen was von der hellen Farbe gemacht und dann von der dunklen. Ein bisschen so gemasert, wieder ein bisschen antrocknen lassen, wieder ein bisschen mehr, dass wir mehr Struktur hier mit reinbekommen. Weil die dunkle Farbe geht natürlich in andere Schichten. Manche gehen ein bisschen tiefer, manche gehen ein bisschen weiter. Und jetzt sieht es aus, als wäre es wirklich schon echt altes Brett. So, jetzt schaut euch das einmal an. Ich finde, es sieht jetzt in der Kamera ganz schön grau aus, liegt aber daran, dass hier verschiedene Lichter sind. In echt hat es schon wirklich diesen leichten grünen Touch. Und vergesst nicht, es ist ja auch wirklich in der Kamera die Farben nochmal ein bisschen anders. Ich finde, die Farbe sieht anders aus als auf der Farbkarte. Das ist ja immer so ein bisschen so. Aber das sieht einfach schon so krass aus. Und jetzt stellt euch mal bitte dieses Brett hier vor. Das sieht man jetzt natürlich nicht so krass, aber so dieses kleine Detail. Und wenn man dann hier was raufstellt beispielsweise. Ja. Oh mein Gott. Jetzt schaut euch bitte einmal das an. Es ist schöner in der Kamera, als ich es mir vorgestellt habe. Ja. Wow, ich sehe natürlich jetzt furchtbar aus, ne? Aber diese Tiefe, diese... Es ist neutral, es ist ein bisschen was anderes, es ist aber immer noch klassisch. Und vor allen Dingen, wenn ich rauszoome, habe ich jetzt einfach Platz. Es sieht nicht so aus, als wäre es ein ganz, ganz kleiner Raum. Ich kann die Kamera drehen, habe hier ein bisschen mehr Tiefe, habe ein bisschen mehr Raum. Und jetzt noch dieses Brett hier. Es sieht so viel schöner aus. Und ich finde, jetzt wirkt die Decke, also klar, die wirkt drückend, keine Frage. Ich hatte auch mit ein paar von euch geschrieben, dass eine Klasse ist drückend, aber in 2 Jahren soll die Decke eh weg. Das ist eine wunderschöne Farbe. Ich freue mich riesig. Ich lasse das Ganze jetzt antrocknen. Und dann kümmere ich mich ums Brett. Das habe ich eben jetzt eine Runde gebeizt. Und dann hoffe ich, dass ich das hier irgendwie rankriege. Ich habe mir ehrlich gesagt noch nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Aber allein diese Kerze jetzt hier. Die passt perfekt. Jetzt gucke ich mir das mal an der Kamera an, wie das aussieht mit dem Brett. Ich habe doch noch einiges verändert. Meine Mutter ist die Schnäppchen-Queen von Amazon, das seht ihr mal im Broadcast-Channel, hat mir diese Lampen geschickt. Barkeeper-Lampen heißen die, glaube ich, oder Barlampen? Ich weiß es gar nicht. Passt perfekt, dieses, ja, das soll ja so ein bisschen wie Messing sein. Du kannst es hier so ein bisschen drehen, der Knopf hat keine Funktion. Aber das sieht so perfekt aus. Und dann habe ich hier von meinem Opa noch alte Bücher, Schillers Werke, 4 bis 6, habe ich von 1 bis 12. Ich habe mir immer vorgenommen, dass ich die lesen werde irgendwann, aber mit der Schrift ist es natürlich nicht ganz so einfach. Ich glaube, ich würde es hinkriegen. Mein Opa hat mir das immer so ein bisschen beigebracht. Der hat das ja noch schreiben gelernt, aber vielleicht schaffe ich es irgendwann, die nochmal zu lesen. Und wie schön sieht das jetzt auch aus? Das ist genauso dieser Vibe, den ich mir vorgestellt habe. Das Kabel muss ich da unten noch wegmachen. Aber es sieht alles so ein bisschen rustikaler aus. Die Farbe passt perfekt dazu. Und den hier, vielleicht kennt ihr den noch aus meinen Videos aus der alten Wohnung. Ich habe ihn hier irgendwo mal für 1 Euro auf dem Flohmarkt gekauft. Und das Holz passt natürlich perfekt hierzu. Und vielleicht kann jemand von euch Polnisch, dann wäre es schön, wenn ihr mir das übersetzt, was da drauf steht. Also Krakau kann ich noch lesen. Ich kann das Datum nicht erkennen. 1920? Nee, es ist das Symbol. Vielleicht könnt ihr darauf was erkennen. Das wird nichts Besonderes sein, würde ich sagen. Aber ich finde das einfach so schön und das passt so perfekt hier irgendwie in diese Ecke. Die Lampen, ich verlinke sie euch bei Amazon. Ich glaube, die haben 60 Euro gekostet. Ich habe 2 geholt. Und hier habe ich auch noch diesen Steigbügel. Den habe ich schon ganz, 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 ganz lange. Bestimmt schon 5 Jahre. Und der hat nie irgendwo hingepasst. Den habe ich damals bei Best Secrets gekauft. Es sieht einfach so schön aus. Ich habe es mir wirklich nicht so schön vorgestellt. Dieser fertige Vibe hier. Also wie es aussieht mit der Farbe in der Kamera. Ich finde, jetzt passt das Holz auch gut dazu. Es sieht in jedem Winkel, den ich ja... Ich mache ja hier viele Stories. Ich mache hier nicht nur die YouTube-Videos. Ich könnte mich jetzt sogar hier hinstellen und euch meine Klamotten zeigen, was ich übrigens vergessen habe. Aber sie hängen alle in der Wäsche gerade, weil die haben so, ja, wenn die so neu sind, dann sind die so beschichtet und dann ist es irgendwie eklig. Ich habe sie angehabt und musste sie erstmal waschen. Vielleicht zeige ich sie. Ihr werdet sie sehen. Ja, aber
I love it. Schon geht's auch los. Wir fangen an, den Kürbis klein zu schneiden. Ich habe hier einfach einen Hokkaido-Kürbis genommen. Den kann man ja auch mit Schale essen. Ich habe ihn aber vorher einmal richtig, richtig sauber gemacht. Habe die Kerne rausgenommen. Die habe ich dieses Mal nicht verwendet. Letztes Mal habe ich die geröstet. Aber das hat mir ehrlich gesagt auch nicht so gut geschmeckt. Einfach alles raus. Ich packe mir das in eine Schale. Wenn ihr einen Kompass habt, könnt ihr es dann natürlich gerne raufmachen und den Kürbis klein schneiden. Das Schöne bei Suppen ist, es muss ja gar nicht so klein geschnitten werden, weil es wird ja eh püriert am Ende. Deswegen mache ich tatsächlich mittlerweile ganz gerne Suppen, gerade im Herbst. Oh, ich habe auch immer wieder Lust auf eine Linsensuppe. Und das alles im Topf. Ihr werdet jetzt feststellen, dass ich ein bisschen durcheinander bin, denn wir brauchen das Wasser. Dafür habe ich noch ein paar Karotten geschnitten. Einfach auch ganz klein. Und die habe ich dann auch direkt mit ins Wasser gegeben. Wir brauchen nämlich das Wasser für die Beilagen. Wir wollen heute ein Focaccia, ein Kürbis-Focaccia und Kürbis-Gnocchi machen. Und dafür brauchen wir das Wasser gleich, denn da ist natürlich auch Geschmack und vor allen Dingen die Farbe drin. Ich habe ein bisschen Salz dran gemacht und parallel schon mal den Focaccia-Teig gemacht. Ich habe hier 500 Gramm Mehl und so ein bisschen Pumpkin Spice und ein Paket Trockenhefe mit dem Mehl gemischt. Einfach schon mal die trockenen Zutaten zusammen. Dann könnt ihr noch ein bisschen Salz, Pfeffer, Knoblauch und ein bisschen Zucker für die Hefe machen. Und das habe ich jetzt erstmal beiseite gestellt. Denn es geht nämlich gleich weiter. Das habe ich leider nicht richtig mitgefilmt. Wir brauchen auch noch mal 300 Gramm Mehl für die Gnocchi. Und hier hole ich mir jetzt auch schon das Wasser raus. Ich habe es erst probiert, mit einer Kelle zu machen, aber ich habe es dann am Ende doch irgendwann umgeschüttet. Das Wasser muss ein bisschen abkühlen, sonst macht ihr die Hefe platt und das Ei in den Gnocchi stockt. Und das wollen wir nicht. Ich habe da ein bisschen mir was von den Kürbis rausgenommen und so einen kleinen Brei gemacht und da die ungefähr 300 Gramm Mehl reingemacht. Zwei Eier, einfach nur das Eigelb davon genommen, auch hier ein bisschen Salz genommen und dann kam auch schon ein bisschen was von dem Wasser mit dazu. Ich mache Pasta ganz gerne immer so ein bisschen mit dem Wasser, habe daraus einen Teig gemacht. Der hat eine andere Konsistenz als der Focaccia-Teig, das seht ihr auch gleich. Der ist ein bisschen feuchter und ein bisschen klebriger, deswegen habe ich das direkt auf der Arbeitsplatte gemacht. Habe das Ganze richtig, richtig schön geknetet. Da würde ich mir auch ein bisschen Zeit nehmen und ihr seht auch schon hier, ne, diese kleinen Stückchen und wie schön orange der Teig ist. Frischhaltefolie und für, ja, ich sag mal, eine Stunde in den Kühlschrank. Parallel geht es weiter hier mit dem Focaccia. Dort habe ich 350 Gramm von dem Wasser genommen. Das ist noch heiß, aber dazwischen ist noch ein bisschen Zeit vergangen. Und habe immer ein ganz, ganz kleines bisschen in die 500 Gramm Mehlmischung gegeben. Immer nur ein bisschen mischen, wieder ein bisschen zurück von der Flüssigkeit und dann wieder weiter mischen. Und dann auch hier auf die Arbeitsplatte und richtig schön kneten. Das wird jetzt richtig anstrengend, denn der Teig, das ist ein Brotteig, ne? Der muss richtig schön geknetet werden. Ordentlichen Schuss, gutes Olivenöl und dann wird das Ganze so ein bisschen weicher und lässt sich auch deutlich, deutlich besser kneten. Und dann falte ich den Teig immer. Ist ganz wichtig, dass wir ganz viel Luft mit reinkriegen. Richtig schön kneten, kneten, kneten. Das muss in den Armen wehtun. Zwischendurch immer wieder ein bisschen Olivenöl mit dazu. Und dann kommt das Ganze wieder in die Schale, wird abgedeckt. Und je länger ihr es ziehen lässt, desto besser. Und jetzt kommen wir zur Suppe. Zwiebeln klein schneiden, Knoblauch klein schneiden. Auch hier natürlich. Na, es ist völlig egal, wie klein oder wie groß das Ganze ist. Hauptsache ist es ein bisschen so, dass man es gut anbraten kann. Ich habe einen sauberen Topf genommen. Wieder ein bisschen Olivenöl, Zwiebeln, Knoblauch mit rein. Richtig, richtig schön angebraten. Und dann habe ich das Ganze abgelöscht wieder mit dem Wasser von vorhin. Da war ja noch ein bisschen was da und das brauchen wir natürlich nicht verschwenden. Und dann einfach köcheln. Ich habe das Ganze schon mal so ein bisschen vorgewürzt mit ein bisschen Paprika. Habe ich reingemacht, Knoblauch, Salz, Pfeffer und ein herzhaftes Topping. Das ist einfach so eine Gewürzmischung. Könnt ihr eigentlich nehmen, was ihr wollt. Und ein bisschen Brühe. Nachdem der Teig ein bisschen gegangen ist, habe ich so eine Auflaufform genommen, viel Öl reingemacht, sonst backt das alles an, das ist ganz, ganz wichtig, den Teig rein und dann habe ich ihn so ein bisschen lang gezogen, denn das ist jetzt die Form, in die er dann kommen soll. Und dann einmal abdecken und ich stelle das immer in die Sonne, solange es geht. Am besten 2-3 Stündchen. Ich habe die Arbeitsfläche wieder bemehlt und den Teig genommen und mir daraus so kleine Kugeln geformt. Und ihr könnt schon ahnen, was ich daraus gemacht habe. Ich mache daraus nämlich kleine Kürbisse. Einfach nochmal so ein Brett bemehlen. Ich habe die ganzen Kugeln vorbereitet. Dann habe ich mir einen Zahnstocher genommen und einfach so eine kleine Kürbisform reingestochen. Ein bisschen Teig, seht ihr da schon, habe ich grün eingefärbt. Ich hatte noch so ein bisschen Lebensmittelfarbe. Es war eher nur ein Versuch, ist aber irgendwie ganz süß gewesen. Und habe so kleine Blätter nochmal bei einigen drauf gemacht. Das war mir ehrlich gesagt zu viel. Aber ich fand, irgendwie sah das ganz süß aus. Und habe dann in die Suppe noch ein bisschen Creme Fine reingemacht, bevor ich sie dann gleich pürieren werde.
Das Focaccia ist richtig, richtig gut aufgegangen. Ich mache es wieder ein bisschen klein, mache ein paar Löcher rein. Dann kommt ein ordentlicher Schwung Olivenöl mit drauf. Ich habe dann noch ein bisschen frisch gemahlenen Pfeffer draufgegeben. Und auch ganz wichtig, eine ordentliche Portion Salz. Im Idealfall ist grobes Meersalz, haben wir nicht. Und dann natürlich passend zum Motto Kürbiskerne. Für die Suppe habe ich einfach nur noch den Pürierstab genommen. Ich habe noch ein bisschen Creme Fin reingemacht, einfach damit es ein bisschen cremiger wird. Und die Suppe ist fertig. Ich habe dann auch noch eine kleine Runde Pastawasser aufgesetzt und die Nudeln da einfach reingegeben, ungefähr bis sie wieder oben schwimmen. Ich würde sie noch ein paar Minuten länger drin lassen und einfach wieder rausgenommen. Und dann habe ich auch schon angefangen zu garnieren. Ich habe die Suppe reingegeben mit den Nudeln. Das sind ja schon fast so wie kleine Klößchen. Ein bisschen Kürbiskernöl und Kürbiskerne. Und auch das Focaccia ist fertig. So muss ich das anhören. Richtig schön knusprig und hier drin ganz, 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 ganz fluffig. Ah, oh, schaut euch das doch einmal an. Da kommt gleich ein kleiner Kater. Schaut euch das einmal an, wie... Komm her, das ist nichts für dich. Wie gut das aussieht. Ich habe noch ein bisschen Kürbiskernöl drauf gemacht und ein paar frische Kürbiskerne, also getrocknete. Mhm. Und die Nudeln. Ich hatte auch neulich ein ganz, ganz schönes Zitat gesehen, welches ich euch gerne zeigen würde, was, glaube ich, diesen Vlog auch so ein bisschen zusammenfasst. Ich glaube, es ist sehr, sehr eindeutig, ich hoffe zumindest, dass ich gerade in so einer Umbruchstimmung bin und ich weiß gar nicht, woher das kommt. Ich weiß nicht, ob das mit der Jahreszeit zu tun hat oder mit dem Umschwung der Jahreszeit, aber ich merke, dass ich was anderes brauche. Also ich brauche mehr. Ich brauche mehr und weniger. Das ist eine ganz verrückte Zeit, vielleicht könnt ihr das nachvollziehen. Der Herbst ist die Jahreszeit, in der die Natur die Seite umblättert. Das ist noch so ein bisschen schwierig, weil heute werden es wieder 33 Grad, aber ab nächster Woche wird es endlich wieder ein bisschen kühler. Und ich bin gespannt, wo das Ganze hinführt. Ich hatte das Anfang des Jahres schon mal so eine Zeit, wo ich einfach so probiert habe, neue Dinge zu tun. Und ihr müsst verstehen, es ist so ein bisschen... Ich sitze dann manchmal hier und denke mir so, okay, ist es die richtige Zeit dafür, was Neues auszuprobieren? Weil ich sehe das ja an Zahlen. Man darf nicht vergessen, das ist ja alles irgendwie mein Job und ich teile mein Leben und das ist mein Job. Aber mein Job ist halt nur so gut, wie es auch ankommt bei der Community. Und wenn die Community das nicht so sehen möchte, dann kann ich das natürlich auch einfach nicht umsetzen, weil das funktioniert nicht. Aber in mir brodelt es halt so ein bisschen. Aber nicht im negativen Sinne, sondern so voller Elan, neue Dinge auszuprobieren. Deswegen habe ich ja diese Vlogs auch eingeführt, einfach um nicht ein Video zu ersetzen, sondern um ein zusätzliches Video zu haben. Und eigentlich wollte ich ja von den 3 Videos ein bisschen runtergehen auf vielleicht 2 die Woche, aber nein, habe ich euch versprochen, machen wir nicht. Deswegen sind es jetzt einfach 4. Ist auch okay. Die Kürbissuppe wirklich super, super lecker gewesen. Das ist schon eine Woche her gewesen, dass wir die gemacht haben. Aber ich dachte mir, ich muss euch das hier nochmal in diesen Vlog mit reinnehmen, weil das war so lecker. Das ist so lecker gewesen und hat so einen richtigen herbstlichen Start gegeben. Ich habe auch gestern was Tolles gemacht. Das habe ich leider nicht mitgefilmt. Da bin ich ein bisschen traurig, weil es ein Experiment war. Aber ich erzähle es euch. Ich habe gestern 3 Kilo Tomaten aus dem Garten geerntet. Ich muss dazu sagen, eigentlich hätte ich die schon vor einer Woche ernten sollen, aber es war ganz gut, dass ich es erst gestern gemacht habe, weil die halt überreif waren. Aber ich habe eine riesen, riesengroße Spinne gesehen, die sich zwischen dem Hibiskusbaum und dem Grill und darunter ist das Erdbeerfeld, das Tomatenbeet gewesen, hat die sich ein Netz gebaut und ich wollte das Netz nicht kaputt machen und ich habe gesagt, okay, es sind jetzt deine Tomaten. Gestern war sie weg, das Netz war weg. Und dann dachte ich mir, gut, das ist jetzt meine Zeit, die Tomaten zu ernten. Und dann habe ich sehr viel, weil, also 3 Kilo Tomaten schaffen wir nicht, gerade wenn ich nächste Woche so viel unterwegs bin. Und dann habe ich das erst eingekocht, habe einfach eine Tomatensoße vorbereitet. Die kannst du gut einfrieren. Tomaten einfrieren ist immer doof. Als Tomatensoße geht das aber ziemlich gut. Gerade weil wir so oft Pasta essen oder ich mache auch gerne selber Pasta, hat das sehr, sehr gut funktioniert. Und dann habe ich was Leckeres gemacht. Ich habe mir einfach... nicht ein Viertel davon genommen, habe das in der Extrapfanne gemacht, habe einen Apfel klein geschnitten, habe Cranberries reingemacht, habe ganz viel Zimt und Tonkabohne mit reingemacht, ein bisschen Kurkuma und habe das zu so einem super fruchtig-tomatigen Weihnachts-Herbst-Chutney gemacht. Und das ist so lecker.
Ich habe mir eben, habe ich mir so ein Walnussbrötchen geholt, ein bisschen Butter von Lindner drauf und dann dieses selbstgemachte Tomatenchutney aus dem Garten. Ich habe dafür leider kein Rezept, ich habe es einfach so ein bisschen improvisiert, hat gut geklappt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Vlog und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr euch die Zeit nehmt, mir mal so ein kleines Feedback zu geben, was ich machen kann, dass ich so einen Ausgleich in die Vlogs reinkriege, beziehungsweise in meinen Content reinkriege, weil ich einfach, ich lechze nach mehr. Ich lechze nach mehr als nur schminken. Und vielleicht habt ihr eine tolle Idee, vielleicht sind das auch schon die Vlogs, dann ist das so. Und dann ist das super so, dass wir das schon haben. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Denkt vielleicht nochmal an die Abstimmung zum bunten Beauty Award. Und dann sehen wir uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf.